Hallo meine Freunde der Nacht. Herzlich willkommen zu Let's Play Watch Dogs Folge 6. Nehme ich an. Denke ich. Weiß ich nicht. Und wir sind beim Grab von Lina Pierce, also unserer Nichte, und erinnern uns mal an sie. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden? Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lina nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lina ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Also so gut mit dem Aufhören, Leute zu verfolgen, hat das ja nicht geklappt. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Hey, Vorsicht! Na dann machen wir uns mal auf zu Jordi. Dazu brauchen wir erstmal ein nettes Auto. Raus! Polizei! Nein, keine Polizei, heute nicht. So, diesmal sollte es ja schnell gehen und mal schauen, was Jordi mit uns vorhat wieder. Ich hoffe nicht, dass das wieder so Voraufträge oder sowas in diese Richtung werden oder dass wir mal wieder ein ganzes Stadion lahmlegen müssen. Okay, dann fahren wir halt hier weiter. Die erste Show
Okay. So. Au. Mann. Naja. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu weit. Nicht der Pizzamann. Okay. Hey, wach mal auf! Nicht der Pizzamann. Mission starten. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Okay, also ein kleines Problem ist ein wenig untertrieben. Und das halte ich schon mal nicht für gut. Oder dass das keinem auffällt, dass man hier so rumklettern kann? Naja. Hi. Oh, was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem, komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Infiltrieren Sie den Bahnbetriebshof. Springen. Hops, hops. Machen wir schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. So. Da, wie wollt ihr mich gesichtet haben? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Außer einen erschossen. Aber...
Welchen denn? Ich vergesse den Namen immer, der Typ. Mit den Ohren. Dooley Dawson. Ist er ein Freund? Ich habe keine Freunde. Danke. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Wohl nicht. Ich erschieße ihn. Wo kam das her? Da! Douglas! Was? Das war sein Name. Douglas! Ach, Scheiße. Zu spät. Du hast ihn erschossen. Sein Name fiel mir nicht ein. Echt blöd, ich mochte den Kerl. Kannte viele Rabbi-Witze. Leck mich mal zu, ich erinnere mich an einen. Meinst du, du könntest etwas weniger Spaß haben? Such dir einen Job, den du liebst, und du musst keinen Tag arbeiten. Ja. Dem glaube ich das voll und ganz, aber so richtig vertraue ich ihm trotzdem nicht. Erreichen. Zugang. Ja. Das ist mal wieder klar. Wo müssen wir hin? Da. Entriegeln. Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Branagh. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh oh. Wach auf, hier ist mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Halt! Scheiße. Au, au, au. Können wir die Granaten auswählen, bitte? Danke. Voll. Oh. Gott. Da ist er. Ich hab ihn. Ei. Okay, das hat noch nicht so geklappt, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte. Ich versteck
Okay, das überleben wir nicht. Wach auf, hier ist mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Hier gab es noch irgendwo leckere Splittergranaten. Da. So. Skillpunkt erhalten, yay. So, eliminieren Sie alle Fixer oder sterben Sie? Wo ist der? Ich hab ihn. Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, hm? So bin ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Wow, ruhig! Raus, sofort! Unglaublich, das ist echt. So, beim Lösen dieser Probleme bin ich nicht so der Allerbeste. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott. Ein bisschen schnelleres Auto würde uns ja schon mal gut tun. Entschuldige. Ja, sofort. Was zur Hölle? So, ja. Also müssen wir bloß noch den Helikopter losbekommen. Und das geht am besten, ja genau, auf einer geraden Strecke. Oder in einem Versteck.
Aber ich glaube, die gerade Strecke hilft dabei. Ich glaube, wir sind gerade dabei, es zu schaffen. Und das wäre zum ersten Mal was Neues. So, Akt 1, Mission beendet. Alles klar, aber... Ja. Raus hier! Scheiße! Ja! Wir brauchen hier die Bullen! Hier ist eine Schießerei und... So. Och Mann. Ich will doch ein Auto haben. Da schießt irgendjemand. Sie müssen etwas tun. Schnell. Na dann mal schnell aus dem CTOS-Bereich raus. Ich glaube, das hätten wir ausgestanden. Mist! Mist! Och Mann! Ich fühle mich langsam gemobbt. Die Menschen sind aber auch nicht gerade die nettesten. Polizei, dein Freund und Helfer, sag ich da nur. Und weg hier. So schnell wie möglich. Bitte. Jetzt hängt auch noch unser Auto hier fest. Bewegung! Ah. Schön. Gut, gut, schön, schön. Immer diese Polizei. Na, wir haben sich bei der Polizei, bei unseren Verbrauchern und Polizisten keine Arbeitslosigkeit mehr. Flucht erfolgreich. Skillpunkte erhalten. Wie viel haben wir jetzt? 4. Form. Naja, das braucht man nicht unbedingt. Bisschen Zusatzakku.
Ja, mehr können wir auch gerade nicht so sehr viel machen. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hey, geht's noch? Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Alles wird gut. Schicken Sie die Cops hier raus! Wenn ich den Typen aufhalten will, muss ich ihn schnell entdecken. Hey, mal was Neues, wieder ein CTOS-Scan. Wir freuen uns so, yay. Hilfe, es blendet. Gut. So, ich hätte gern mal eine neue Mission. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderes... Das hatten wir doch gerade schon. Hopp, 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 dahin. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Okay, das ist ja mal ein toller Weg. Oh Gott. Meine Fahrskills. Dafür sollte ich extra Skillpunkte bekommen. Okay. Ein schönes Auto. Ups. Hätten wir ja schon mal auf 4 Zivilisten verletzt, beziehungsweise getötet. Ja, Kollateralschaden halt. Och nö. Och nö. Wie viele Polizisten haben Sie? Ja, dann gehen wir mal der ganzen Sache wieder aus dem Weg. Raus! Hey, das geht aber nicht! Mann, ich habe keine Lust auf sowas. Hier auf dem Highway gibt es natürlich keine Dampfrohre und so. Ich weiß aber auch nicht, wo ich hinfahren sollte.
Ach ja. Die Polizei hier ist aber wirklich aggressiv. Ah, Mann, das Auto wollte ich haben. Aber egal. Nehmen wir das. Bleib ganz ruhig. Haben wir jetzt bitte wieder unser Ziel? Da. Gut. So und was? Keine Polizeiverfolgung. Ich bin ja begeistert. So. Sand im Getriebe. Mission stoppen. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Benutzen Sie den Profiler, um Angelo Tuccis Nichte zu finden. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Hast du davon gehört? Okay, Helena. Nun zu dir. Nein, das ist doch... Ja, ich könnte... Das ist scheiße. Ach so. Bankkonto. Ah, gut, okay. Jo, Alter, rück mir nicht so auf die Pelle. Sagt das Katzen-Setting? Ich verstehe nicht, wie man sich so ein Scheißteil zulegen kann. So gut. Mein ganzer Anzug ist voller Haare. Ah, da haben wir sie ja. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Und wieder das Telefon hacken. Ja. Onkel Envy. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Ja, ja. Wo bist du, Angelo Tucci? Oh. Da bist du ja. Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt. Angelo Tucci. Der Mann auf... Na, Wegpunkt da. Den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Ich werde langsam nervös, Piers. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Okay. Na, das wird ja lustig. Ja.
Aber mit unserem Hightech-Fahrzeug sollte das ja kein Problem sein. Wenn wir uns mal unauffällig da an der Straße postieren. Ich glaube, wir haben doch da noch was Schönes. Würde ziemlich unschön sein für unseren Fortschritt, weil den Angelo, den haben wir ja jetzt schon mal los. So, das verschafft uns schon mal ein bisschen Vorsprung. Jetzt müssten wir eigentlich bloß noch hinter uns diese ganze Litanei. Schnell, sondern schnellstens. Langsam werden die ein bisschen weniger. Skillpunkt erhalten.
Flucht erfolgreich. Yay. Erledigt. Kein Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeugen zu reden. Yay, XP. So. Erstmal Wegpunkt setzen. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Na gut, dass Jordi alles kennt. Und jeden. In Schale geworfen. Was ist denn bitte in Chicago los? Klingt, als hätte das City oder Schule jede Menge Schwierigkeiten. Hey, was soll das? Systemschlüssel. Oh! Entschuldigung. Ach hier. Mission starten. Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Smith! So. Wir haben ein neues Missionsziel, aber bevor wir das erfüllen, wünsche ich euch... Nee, wartet mal. Möchte ich mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Wenn nicht, ist auch gut. Ja. Schreibt uns doch mal einen schönen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwelche sinnlosen Sachen habt, die wir am besten lesen sollen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Mittag, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das schaut. Und dann, tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.